Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Hogwarts Legacy mit Mini Pyrus. Wir machen weiter. Ich habe letztes Mal das ja aufgemacht, genau. Aber das glaube ich nicht. Das war das andere mit der Hand. Sind wir noch hier? Ja. Und wir suchen diesen. Hallo? Hä? Lumos! Das wirkt ja noch komplizierter. Hä? Rebellion. Wieso komme ich da nicht hoch? Ach hier. Getötet. Hä? Du kommst da nicht hoch. Was? Wille? Lumos. Aber mehrmals. Ja. Lumos. Oh nee. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Lumos. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Heller Keuler-Konterhut, okay. Cool. Lumos. Warum geht das nicht? Das ist doch bescheuert. Also ob er da nicht festhalten kann. Warte mal. Ich muss Motten zu der Tür bringen. Ach echt, ich dachte Giraffen. Idiot. Oh, ist das bescheuert. Als ob das nicht geht. Das ist ja nun bescheuert. Weil es hier so gemacht ist, dass er das ja nicht animiert, weil Gründe. Na, ja, okay, das würde gehen. Warte mal. Oh, ist das blöd. Weil es auch nicht animiert, ne? Warte mal, mach mal. Nein. Lumos. Lumos. Hä?
Lumos. Lumos. Defunto. Lumos. Hier ist noch ein Ding. Lumos. Warte mal. Lumos. Hier von hier aus komme ich nicht nirgends voran. Warte mal. Das mache, okay, warte mal. Hallo, spring doch mal drauf, Mensch, ey, das ist. Lumos. Komm. Gott sei Dank. Gut, wir haben's. Ja, es ist nämlich bekloppt. Weil der eher so gemacht hat, damit die Animation nicht greift. Die letzte hohe Stätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sack. Eine tote Erschwinderin. Den sollte ich Lodgok zeigen. Es gibt einen Mechanismus zum Öffnen der Tür. Okay, wir haben's. Nice. Easy. Ah, da bist du ja. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvor gekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kümmere mich darum. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ah, das ist immer, damit unpassend ist, ne? Aber wäre es nicht einfacher gewesen, wenn wir zuerst bei den Dieben geguckt und dann... Ich meine, ja, nur so als Idee. Da sind sie. Die Erschwinderinnen. Du hast doch Flora Treffel befreit. Was wirst du schon? Was
Held befreit. Wem habe ich befreit? Ja? Meru. Oh. Incendio. Confringo. Defendo. Warte. Oh, der war gut. Oh, tschüss. Ja, ich hab toll Popel. Nice, ich kann ihn auch dabei verfolgen. Cool. Wohin hält mir Liebe zurück, okay? Mach ich. Dann wollte ich den Troll auch besiegen. Weil ich brauche Trollpopel. Das war es. Das ist für Rookwood. Ah, hervorragend. Ah, die Platte. Warum den da hinten? Oh. Der steht da vor mir, Mensch. Und du nimmst da irgendwie. Irgendjemanden. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Revelio. Ja, kannst du ja auch Sebastian erzählen. Ich brauche mir mal wieder Heiltränke. So. Und wir haben. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Sehr schön. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Aber wahr. Er ist fantastisch, Lord Gok. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Der verarscht uns doch. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Ich glaub's auch nicht. Ja, der verarscht uns doch und er merkt es nicht. Oh Mann, ey. Och nö, er verarscht uns und der Typ merkt es nicht mal. Hab ich doch. Oh ja.
Wie lange machen wir schon? Ah, ist ja eine Viertelstunde, ne, machen wir noch ein bisschen. Gegen Meere. Warte mal, was ist das hier? Wirke die Pool so auf ein. Warte mal. Das ist die Pool. Also das mit gemischt mit das hier. Die Feder mit der ausgestreckten Hand, okay, oder? Nee. Warum muss ich das umschalten? Mal Feder und ausgestreckte Hand. Da. Erst die Feder in die Hand. Oh, okay, gucken wir mal. Gucken wir mal, wo wir sowas finden. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wer hier wohl gelebt hat? Der hier gelebt hat, mein Freund. So. Rebellion. Ich brauche hier noch ein paar Gegner. Da unten. Nö. Wo sind denn hier Gegner? Ich dachte, das ist nicht gerade die beste Landeidee. Hab ich jetzt gemacht? Ja, hab ich gemacht. Sehr gut. Ah, da kommt mein Arsch. So. Naja. Ich wollte jetzt ja auch nicht kämpfen, ich wollte ja nur die Quests haben. Jetzt mal hier werde ich das Zauber einstellen müssen. Genau. Da geht's hin. Da hinten geht's hin. Sehr schön. Okay. Los geht's. Wer sagt denn, dass ich versage, hä? Achso. Okay. Ob man nicht sagen könnte, man wartet aber hier. Wow. Okay. Unheimlich viel. Ja, was haben wir jetzt gelernt? Ich hoffe, die Aufgaben... Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen. Klar, als Wahrsagerin hat man Vorahnung. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich... Sie wissen,
dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Machen wir es düster. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Okay. Mehr habe ich. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe? Cool. Na gut, Leute. Da würde ich sagen, mit dem neuen Zauber werde ich euch jetzt entlassen und beim nächsten Mal machen wir weiter. Okay, das ist echt cool. Okay, mache ich. Ich mache das bei Ihnen. Nee, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Folge. Da geht's weiter. Haut rein. Bis dann. Pyro, tschüssi. Wir sehen uns. Ciao.